Hallo. Hallo Publikum. Das ist immer so ein Backup, ich fühle mich geliebt und gewollt und Dankeschön. Ich werde euch heute keine Getränke verkaufen, keine leckeren Kuchen an der Bar. Vielleicht mache ich das etwas später. Jetzt werde ich mich zunächst einmal richtig vorstellen. Mein Name ist Nathalie Färber und ich bin Grafikdesignerin und Fotografin. Und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt hier auf die Bühne vor euch getraut habe. Wahrscheinlich war das einfach nur ein Wahn, zu glauben, ja toll, ich kann das auch. Und jetzt zittert alles und die Hände werden weich. Auf jeden Fall, ich spreche heute mit euch über die digitalen Bildplattformen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil ich selbst Fotografin bin und die Bilder präsentieren möchte. Zum anderen wollte ich auch selbst ausprobieren und austesten, was sind die richtigen Plattformen. Ich habe mich seit ungefähr eineinhalb Jahren, ja, so um den Dreh wird es stimmen, habe ich mich angefangen, richtig für die Fotografie zu interessieren. Wie gesagt, ich komme eher aus dem Bereich Grafikdesign. Danach liegt es nicht fern, sich mit der Fotografie zu beschäftigen. Und nach einiger Zeit keimte in mir der Gedanke, was machst du eigentlich mit den ganzen Bildern, die du tagtäglich schießt, indem du deine Kamera einfach überall mit hinschleppst. Es keimte der Gedanke einer Ausstellung. Und das Thema der Ausstellung ist die junge Jazzszene in Frankfurt. Nun geht es darum, dass ich die jungen Künstler porträtiere, und zwar insgesamt einen ganzen Tag, sprich 24 Stunden am Stück. Diese Jungs und Mädels sind Vertreter ihrer Gattung und je nachdem, ob sie sich bereit erklären oder nicht, lasse ich mich dann natürlich auf die Personen ein. Diese Personen brauchen, beziehungsweise zwischen ihnen muss ich zunächst einmal A, ein Vertrauen schaffen, um die Bilder zu bekommen, die ich haben möchte. B, muss ich andererseits auch als Fotograf gewisse Grenzen überschreiten, um die Bilder zu bekommen, Dankeschön, die ich möchte, die ich brauche, die ich will, die eine Aussage treffen. Am Anfang meiner Recherche habe ich mir überlegt, was mache ich denn mit den ganzen Plattformen, denn ich habe ungefähr 8 durchgeforstet und habe mir überlegt, stelle ich euch wirklich jetzt euch alle diese 8 zur Verfügung und stelle sie gegeneinander? Nein, werde ich nicht machen, das wäre zu trocken und ihr würdet wahrscheinlich genauso enden wie diese Person auf der Leinwand. Aus diesem Grund habe ich mich dann in einen Prozess bewogen, einer, wie ich das so gerne nenne, einer produktiven Ablenkung. Und in dieser Bezeichnung möchte ich das produktiv ganz, ganz groß schreiben. Ich habe angefangen, als ich mich angefangen habe zu langweilen, mich auf verschiedene Plattformen zu bewegen, mich zu inspirieren, verschiedene Talks mir anzuhören. Und die Sache war nur, dass mein Thema immer wieder mitschwang. Also was ist die perfekte Plattform? Ich konnte meinen Kopf nicht frei machen. Und mein Problem in dem Fall war, es gibt nicht die Plattform für den Fotografen. Jeder Fotograf hat seine Bedürfnisse, ob das jetzt ein Food-Photographer ist oder ein Headshot-Photographer, jeder hat seine Bedürfnisse und diese Plattform muss einfach auf denjenigen eingestimmt sein. Und derjenige muss sich nicht auf die Plattform einstimmen. Also habe ich meinen Plan gewechselt. Ich habe mich konstruktiv abgelenkt mit verschiedenen Sachen und im Endeffekt ist alles wieder rückgeflossen zu mir. Und in der Tat musste ich mich besinnen auf eine Sache, auf den kommerziellen Fotografen. Und da habe ich zwei Plattformen gefunden. Zum einen ist es PicDrop und zum anderen Photoshelter, die ich euch heute vorstellen wollen würde. PicDrop hat eine
ziemlich einfache Oberfläche. Ich war sehr angetan davon. Ich habe sehr wenig Zeit gebraucht, um mich da reinzufinden. Innerhalb von 3 Minuten war ich drin und konnte meine Bilddatenbank aktualisieren. Die Oberfläche, wie gesagt, sehr einfach, spart Zeit, spart Geld, wie die Designer es und die Fotografen nur zu gut wissen. Und man hat die Möglichkeiten, verschiedene Alben sich zurechtzustellen und diesen Alben wiederum Unterordner beizufügen. Die Kunden haben die Möglichkeit, diese Ordner einzusehen, indem man ihnen einen Link schickt. Und zusätzlich kann man diese Bilder auch nochmal mit einem Passwort zusätzlich schützen. Kunden haben die Möglichkeit, eine Auswahl zu machen, diese Auswahl zu markieren und die Bilder auch sofort runterzuladen. Und der Fotograf bekommt alles mit, denn er wird von dem Programm informiert, was denn der Kunde alles treibt und macht. Außerdem vielleicht auch für viele wichtig zu wissen, diese Bilder, die Daten liegen auf deutschen Servern, das heißt, die Bildrechte sind der deutschen Gesetzgebung untergeordnet. Das andere Programm bzw. die andere Plattform ist Photoshelter. Ich habe das ganz gerne als den großen Bruder von PicDrop gesehen, weil es kann absolut alles, was auch PicDrop kann und noch viel mehr. Das erste, was einem auffällt, wenn man auf Photoshelter geht, ist ein großer Play-Button, was sagt, informier dich, hier ist ein Video. Und dieses Video macht es demjenigen richtig schmackhaft, ein Teil davon zu sein, ein Teil von dieser Community, als Fotograf seine Bilder mit reinzustellen. Denn es sagt dir zum Beispiel, wie du zum Business kommst, wie du Business machst und wie du deine Kunden behältst. Klingt super. Es gibt auch viele Vertreter, die dafür einstehen. Sehr hochgradige Fotografen, die ihren Namen dafür präsentieren, wie zum Beispiel Joe McNally, Lindsay Adler, Zach Arias. Für euch mag es in der ersten Linie keinen Namen oder keine Rolle spielen, aber diese Leute sind wirklich hochkarätig in der Fotografenbranche. Die Frage ist aber, was macht diese Leute so erfolgreich und was macht so einen großen Teil der Benutzer einfach nur zu kleinen Fotografen, die ihre Bilder ausstellen? Die Sache ist, diese Plattform ist so riesig und bietet so viele Möglichkeiten, dass du als ein einziger Fotograf es gar nicht bewältigen kannst, diese ganzen Möglichkeiten auszufüllen. Du brauchst eigentlich eine Armee von Leuten, die hinter dir steht und die Bilder reinlädt und die Bilder bearbeitet, die Tutorials hochlädt, die Filme schneidet und so weiter und so fort. Natürlich braucht ein Fotograf eine Plattform, um sich zu präsentieren. Nur er muss das natürlich auch zeitlich schaffen und hinbekommen. Der Begriff Fotograf hat sich seit einigen Jahren grundlegend verändert. Es ist nicht mehr jemand, der einfach eine Kamera auf jemanden hält und abdrückt. Es ist nicht mehr die Technik, die dahinter ist, sondern er ist viel mehr. Er ist Entertainer, er ist Freund, er ist Psychologe, er ist Geschichtenerzähler, er ist Schauspieler, er ist einfach so viel mehr. Er ist ein Gesamtpaket. Und das muss man erstmal managen. Und ich möchte euch eine Person vorstellen, die ich als Gesamtpaket in meiner jetzt kurzen Laufbahn als Fotograf, 1,5 Jahre immerhin, kennengelernt habe. Und das ist Chase Jarvis. Chase Jarvis bewegt sich auf absolut allen Plattformen, die ich einfach nur kenne. Er ist überall zugange, er macht Tutorials, er postet, er twittert, er ist in aller Ohr und Munde. Und ab und zu fragt man sich, wie kommt er überhaupt zu Bilderschießen? Und nach einiger Zeit, vor ungefähr einem Jahr, kam Nikon zu dieser Person und sagte, mach mir doch mal ein nettes Video und stell mal diese Kamera vor.
Und daraus ist ein Video entstanden, was ich euch gerne vorstellen möchte. So a few months ago, Nikon gave me a ring. They wanted me to try out this new camera they've got called the D7000. And they said it was a serious camera, and it was. It was 16 megapixels and 1080 video. I said, give me some cash, some creative freedom, and I'll go out and take some pictures for you, and I'll make you a short film. They agreed, so I rounded up a pile of friends, and we headed out with no particular goal other than to make some art. We're all in this together. Danke dir. Weiß einer jemand, was dieses Video zu bedeuten hat für diejenigen, die dieses Video gesehen haben und Fotografen sind? Was er damit für eine Aussage trifft? Was Chase Jarvis damit sagt, ist, ich bin so gut. Nein, eigentlich sagt er damit, er formuliert das etwas anders im Subtext. Ich bin so geil, dass diese Firma mir eine Kamera gibt, die scheißteuer ist und ich kann damit Kunst machen. Ich kann damit machen, was ich will und sie bezahlen mich dafür. Ich kann mit meinen Freunden raus, ich kann kreativ sein, ich kann produktiv sein und diese Kamera bietet mir die Möglichkeiten, um gute Bilder zu machen, um mich zu präsentieren. Ich sage, I'm the man. Und dazu, als ich mich produktiv, unproduktiv abgelenkt habe vor einigen Tagen, habe ich einen Talk gehört von einem Simon Sinek von TED, einer Kommunikationskonferenzplattform. Und dieser Mann hat von einem goldenen Kreis gesprochen. Und das, die Aussage, die er getroffen hat, hat im Prinzip auch das widerspiegelt, worauf ich sehr viele Sachen übertragen möchte. Er hat drei Kreise gezeichnet und in jeden Kreis hat er ein Wort hineingeschrieben. Außen what, in der Mitte how und why. Er sagt, dass sehr, sehr viele Fotografen oder generell Menschen ihre Produkte verkaufen von außen nach innen. Sie wissen ganz genau, was sie verkaufen. Weniger davon wissen, wie genau sie das machen, an welche Personen sie das heranbringen, um richtig Geld damit zu machen. Und kaum jemand weiß, warum er das macht. Und genau das ist eigentlich das, was es ausmacht. Why ist der Kern, woran du glaubst, was du den Leuten verkaufst. Und das sagt über die Qualität etwas aus. Er hat in dem Fall über Apple gesprochen. Chase Jarvis spricht über Nikon, eine Kamera. Aber er sagt, diese Kamera ist gut, weil ich so viele Möglichkeiten damit habe und ich bin erfolgreich damit und ich mache Kunst, ich fahre weg. Das ist ein Traum, womit du die Leute einfangen kannst. Die Leute kaufen mittlerweile nicht nur das Produkt, sondern wofür das Produkt steht. Das
Erfolg oder der Erfolg für Simon Sinek ist im Prinzip dann genau das Umgekehrte. Man muss enthusiastisch sein und ein guter Verkäufer sein. Man muss eine Aufmerksamkeit generieren. Und wenn du die Leute auf dich aufmerksam machst, dann werden die Leute auch auf deine Arbeit aufmerksam. Du musst enthusiastisch sein, du musst die Sachen verkaufen und es glaubwürdig rüberbringen. Ein Fotograf muss heutzutage vieles sein. Er muss vor allem Durchsetzungsvermögen haben, er muss Ausdauer haben, aber vor allem muss er sich verkaufen wollen. Können ist dann nochmal eine andere Sache, aber das Wichtige ist auch, sich verkaufen zu wollen. Denn nichts anderes machen diese ganzen Leute, die ganz aktiv bei den ganzen Medien mit dabei sind. Als Fotograf jemanden in seinen Bann zu ziehen und auf seine Aufmerksamkeit beziehungsweise die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist wichtig. Wenn ich von meinem Projekt spreche, also das Projekt, die Ausstellung der 24-Stunden-Fotografie, hört es sich dann meistens so an, du bist Fotografin, okay? 24 Stunden am Stück? Wirklich? Schläfst du auch bei denen? Ja, also mit einem leichten Schmunzeln. Ich kann es den Leuten nicht verübeln. Die meisten der Musiker sind Singles, deswegen leichtes Schmunzeln ist gegönnt. Aber das ist das, was ich meine. Also die Leute mit einer Geschichte zu fesseln, ihnen etwas zu erzählen. Vor einiger Zeit, vor 2-3 Tagen, war ich auf dem Stammtisch der Filmemacher und habe einen Kollegen getroffen. Dieser Kollege hat mir seine Geschichte erzählt, wie er zu der Fotografie gekommen ist, über welche Stolpersteine er stolpern musste, um im Endeffekt auf seinen Weg zu kommen. Und im Endeffekt hat er gesagt, ich habe mit 25 Jahren alles hingeschmissen, weil ich das geliebt habe, was ich jetzt mache. Und ich bin jetzt erfolgreich und ich arbeite für solche Firmen wie die Sparkasse. Sie geben mir die Freiheit, ich fotografiere, ich mache, ich tue. Er hat mich für seine Geschichte begeistert. Und am nächsten Tag, als ich ins Büro gegangen bin, habe ich den Rechner eingeschaltet. Und nach meinem ersten Kaffee habe ich seine Visitenkarte gezückt und habe mir seine Internetseite angeschaut. Und der Mann war gut. Und wäre an meiner Stelle jemand gewesen, ein potenzieller Kunde, hätte jetzt vielleicht einen Auftrag gehabt. Was ich damit sagen möchte, ihr müsst an etwas glauben, ihr müsst euch richtig kommunizieren und nach außen verkaufen. Und wenn auch nur 5% von den Leuten an euch glauben, beziehungsweise an eure Idee glauben, an euer Produkt glauben, tragen sie es nach außen. Im Endeffekt müsst ihr die Leute in euren Bann ziehen. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ich meine, ich habe euch digitale Plattformen versprochen, ich habe euch zwei davon präsentiert, aber das Eigentliche ist, ihr seid selbst eure Plattform. Ihr seid eure Premier-Plattform und ihr müsst euch nach außen tragen. Und zum Schluss, die Sachen, beziehungsweise die Porträts, die ich gemacht habe, die könnt ihr in 1-2 Tagen, geht einfach auf die AFIP-Facebook-Seite, da wird ein Link sein und ihr könnt euch diese Bilder anschauen und ihr könnt euch diese Bilder auch runterladen. Sie sind dann für euch. Also, publiziert euch, macht euch frei. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.